Willkommen zurück hier auf der Bühne 3 zum zweiten Vortrag. Als nächstes werden uns Arne Schubert und Stefan Herritsch etwas über die Möglichkeiten von Grafana vorstellen. Ich bin gespannt, bis später und bevor ich es wieder vergesse, ihr dürft natürlich sehr gerne die Fragen in den Fragen-Tab schreiben. Ich habe es vorhin leider vergessen, macht's gerne jetzt. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Beitrag bei der Vosges-Konferenz Geo-Observability. Wir sind das Java-Entwicklerteam Arne Schubert, Stefan Herritsch und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich uns folgen werden. Und ich übergebe an Arne Schubert. Ja, unser heutiges Thema ist ja Geo-Observability. Da würde ich jetzt als allererstes mal kurz vielleicht einleiten, was versteht man denn überhaupt unter Observability, damit man eben auch Geo-Observability versteht. Observability kommt an und für sich eigentlich eher aus dem Cloud-Bereich. Da ist es zumindest sehr stark geworden in letzter Zeit, denn in der Cloud hat man recht viele Services, die an unterschiedlichen Orten laufen. Sie laufen dezentral auf verschiedensten Servern. Und damit man quasi einfach eine Übersicht über all seine ganzen Services und wie gut es denen quasi geht hat, braucht man einen Observability-Stack. Aber Observability an und für sich beschreibt einfach nur die Überwachbarkeit quasi seiner Services. Typischerweise gehören dazu an allererster Stelle Metriken. Darum geht es auch später noch ein bisschen im Detail. Aber auch theoretisch würden Logs oder Traces mit in den Observability-Stack mit einfließen. Wie ich gerade meinte, Metriken, darum geht es heute hier vor allen Dingen. Prometheus ist da eine Technologie, die sich eigentlich ziemlich durchgesetzt hat. Sie ist Open Source, sie speichert Daten zeitreihenbasiert. Das heißt also, sie speichert immer neue Metriken, auch einfach nur Metriken sind quasi immer nur Sachen, die in Zahlen ausgedrückt werden können und diese dann halt eben zeitbasiert. Das heißt also immer nur innerhalb eines Intervalls. Dadurch ist Prometheus auch nicht exakt in der Art und Weise, wie er die Daten speichert, sondern er speichert halt eben nur statistisch genau. Aber das reicht halt eben für Auswertungen auf großen Zeitebenen total aus und hat aber extreme Performance-Vorteile. Und das ist dann genau noch der nächste Punkt. Prometheus scrapt die Daten von den einzelnen Services, die laufen. Also unterm Strich nach einem Pull-Prinzip, was auch deutlich ressourcenschonender für die Services ist, da sie nicht die ganze Zeit all ihre Daten immer wieder an die zentrale Metrikstelle schicken müssen. Außerdem ist Prometheus auch noch optimiert als Abfragesprache, so dass man sehr gut und leicht und verständlich damit eigentlich innerhalb einer kurzen Lernkurve Metrik, also Abfragen für visuelle Metriken sehr leicht schreiben kann. Ja, und hier haben wir jetzt einfach mal so ein Beispiel, wo eigentlich Metriken herkommen. Hier haben wir einfach mal ein kleines Programm mit dazu geschrieben. Dieses erhebt Metriken darüber, wie die Pingzeiten der einzelnen Servern aktuell von hier sind. Wie man sieht, kann man diese jetzt hier ganz einfach in Gauges oder Zahlen oder wie auch immer darstellen, aber wo Grafana richtig stark wird, ist halt eben, wenn man sich hier diese zeitreihenbasierte Daten einfach anguckt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel mal über die Daten sieht, da sieht man hier so ein paar Peaks und Ausreißer. Die kann man sich jetzt hier zum Beispiel mal einfach genauer angucken und könnte so halt eben auch leicht Korrelationen zwischen den einzelnen Services, den einzelnen Zahlen und so weiter quasi herleiten und dadurch zum Beispiel herausfinden, wie man Angriffe oder dass man unter einem Angriff steht je nachdem sogar sowas Einfaches wie die Festplatte läuft gerade voll und die einzelnen Services werden immer langsamer. Also wie man sieht, mit Grafana kann man relativ viel machen. Sogar diese Präsentation haben wir unterm Strich jetzt mit Grafana erstellt, da wir so natürlich auch direkt die einzelnen Panels darstellen konnten und was man bei der einigen damit macht, wie man hier sieht oder schon sehen konnte, war vor allen Dingen Dashboards erstellen mit den einzelnen Panels, die halt eben jeweils die Daten dann präsentieren. Unterstützt sind in Grafana aber prinzipiell auch ganz unterschiedliche Datenquellen. Wir haben gerade eben schon Prometheus kennengelernt. Es ist aber auch erweiterbar durch Plugins. Also
vom Core aus bietet Grafana schon echt sehr tolle und sehr wichtige Funktionen. Es ist mittlerweile, finde ich, selten, dass man einzelne Plugins braucht, aber es sind sehr praktische dabei, unter anderem auch von unterschiedlichen Datenbankherstellern auch einzelne Plugins, dass man da auch wieder Grafana dann benutzen kann. Und was noch ein weiteres sehr schönes Feature, wie ich finde, ist, dass man einfach die Möglichkeit hat, Alerts einzustellen. Wenn dann einer der Werte quasi nicht mehr in der erwarteten Norm läuft oder vielleicht auch keine Daten einkommen oder ähnliches, dann hat man eine ganz einfache Möglichkeit, einfach diese Daten oder diese Meldungen sich direkt über die unterschiedlichsten Messenger-Dienste und direkt proaktiv zukommen zu lassen. Dadurch muss man natürlich auch nicht die ganze Zeit immer auf Grafana starren. Ja, eine andere Möglichkeit, zeitbasierte Daten anzugucken, und hier wird es jetzt vor allen Dingen auch unter anderem für den Geo-Bereich dann interessant, ist die Nutzung von Postgres. Es gibt eine eigene Extension, um eben zeitbasierte Daten zu prozessieren mit Postgres. Das ist die Erweiterung TimescaleDB. Und TimescaleDB kann man sich so in etwa so vorstellen, dass was PostGIS für Geo-Bezug ist, ist halt eben einfach TimescaleDB für den Zeitbezug. Wie gesagt, Prometheus ist sehr einfach in den Queries, wie man es erstellen kann. In Postgres ist das ein bisschen komplizierter, aber ich bin der Meinung, wenn man das einmal verstanden hat und gegebenenfalls sogar noch auf einen großen Erfahrungsschatz mit Postgres zurückgreifen kann, kann man Postgres mit Sicherheit deutlich auch sehr gut einsetzen für verschiedene Zwecke. Man muss natürlich hier bedenken, man hat auch mit Postgres gegebenenfalls mehr Möglichkeiten, da man ja hier wirklich jeden einzelnen Datensatz wirklich speichern und angucken kann, wie man es möchte und nicht diese Beschränkung von Prometheus hat, was aber natürlich auch wieder eine Performance-Sache damit ist. Wie gesagt, man kann auch Postgres dazu nutzen. Wenn man dann halt eben beides hat, hat man quasi den Geo- und Zeitbezug. Und hier gebe ich jetzt einfach mal wieder weiter und... Ja, vielen Dank soweit. Widmen wir uns wieder ein bisschen mehr der Geo-Welt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegen wir Metriken in der Geo-Welt her? Oder allgemein, Geo ist ja alles, was auf der Erde passiert. Und im Prinzip eigentlich überall her. Also es können jetzt in dem Beispiel, was wir jetzt hier erstes zeigen, an Umweltdaten, kann es denn das Klimadaten sein, Temperaturwerte, Feuchtigkeitswerte. Es könnten auch Pegelstände beispielsweise sein oder alles, was irgendwo ein Messgerät auf der Erde ist, was zeitbasiert irgendwelche Zahlenwerte einsammelt, weil das Zeitbasierte ist ja das, was uns hier in dem Fall bei Grafana am meisten interessiert, weil man es visualisieren kann. Sachen, die jetzt, sag ich mal, sich in mehreren Millionen Jahren abspielen würden, die würden wir jetzt auf so kleinen Zeitreihendiagrammen nicht wirklich beobachten können. Auf jeden Fall schauen wir uns einfach mal die Klimadaten als Beispiel an. Und wir haben jetzt hier im Prinzip die Städte New York und San Francisco im Vergleich gegenübergestellt. Wir fangen oben links an. Dort haben wir zuerst die Temperaturwerte beider Städte als ein ganz normales Zeitreihendiagramm mit abgerundeter Kurve. Bei der relativen Luftfeuchtigkeit wollen wir als Beispiel auch mal zeigen, dass man letztendlich auch die einzelnen Messpunkte dann, wenn tatsächlich die Messung erfolgte, auch genauso gut in einem Graphen darstellen kann. Anhand des Luftdrucks sehen wir auch, man kann es auch mit Transparenten und Farbeffekten noch weiter rumspielen. Man könnte jetzt nicht, sag ich mal so, auch mit Blau und Rot ein klassisches Klimadiagramm darstellen lassen. In dem Fall haben wir einfach nur den Luftdruck beider Städte verglichen. Und man kann sich natürlich auch als Luftdruck, denkt man mal an ein Gerät, kann man sich natürlich auch als eine Art Geräteanzeige anzeigen lassen. So, ansonsten haben wir noch die Windgeschwindigkeit in dem Fall betrachtet. Interessant ist jetzt hier einmal zu sehen, dass man die Sache als Zeitdiagramm darstellen kann. Man kann aber auch die aktuelle Windgeschwindigkeit darstellen und als Zahlenwert ausgeben lassen in einem Extra-Panel. Bei der Windrichtung, die wird in Grad letztendlich erfasst. Aber man kann natürlich auch diese Gradsache umwandeln in einen Buchstaben, Zahlen, Wortwert letztendlich. Und dann haben wir, sage ich mal, genau das, was uns bei den Wettervorhersagen interessiert oder bei Wetterberichten allgemein interessiert, wo der Wind herkam. Dann haben wir für die Temperatur in Luftfeuchtigkeit noch zwei weitere Darstellungsmöglichkeiten. Man muss jetzt nicht immer Zeitreihendiagramme ausgeben, man kann auch Zahlendiagramme ausgeben. Jetzt natürlich die Frage, warum Klimadaten? Klimadaten, weil wir das Ganze auch praktisch vor Corona im Prinzip uns mal angeschaut hatten und in Bonn an der Uni am Geografischen Institut
die Klimastation einfach mal die Daten eingesammelt hatten und live in eine Datenbank gebracht hatten, das Ganze mit Grafana dargestellt haben. Und an dem Versuch hat man gesehen, dass es relativ einfach möglich ist und man halt eben auch extrem viele Darstellungsmöglichkeiten der ganzen Sache hat. So, aber in dem Beispiel jetzt New York, San Francisco. Ein weiteres interessanter Punkt ist, vor allem, wenn man Zahlenwerte vergleichen will, wenn man mit der Maus jetzt einfach mal über so einen Graphen drüber fährt. Man kann sich das Ganze so konfigurieren, dass einen quasi auf allen Graphen gleichzeitig die zu dem Zeitpunkt herrschenden Werte ausgegeben werden. So macht es einen Spielen leicht einfach, die unterschiedlichen Werte auch miteinander direkt zu vergleichen. Man kann jetzt natürlich auch sagen, man möchte Einzelwerte betrachten. Ich kann jetzt hier genauso gut auch einfach sagen, ich möchte nur New York betrachten und kann das natürlich auch für sämtliche andere Diagramme genauso einstellen. So, jetzt ist natürlich der Punkt, Geo, wir nähern uns der Sache immer mehr und mehr. Man kann das Ganze natürlich auch auf einer Karte darstellen. Ja, also beide Messstationen in New York und San Francisco, die haben irgendwo einen Standpunkt. Und diesen Standpunkt, der hat auch Geo-Koordinaten und den könnte man jetzt auf einer Karte darstellen. Jetzt ist natürlich nur der Punkt, bei diesen zwei Städten miteinander zu vergleichen. Man weiß, wo die beiden Städte sind. Wir haben jetzt hier auf diesem Dashboard letztendlich eine viel bessere Übersicht, was wir mit den Daten machen. Macht also jetzt nicht wirklich so super viel Sinn, es sei denn, man hätte jetzt ein ganzes Messstationsnetz oder würde die Daten auch untereinander interpolieren, das extrapolieren. So, aus diesem Grund haben wir uns überlegt, was es sonst noch so an Umweltdaten draußen gibt. Und da sind ja auch Autos immer wieder mal in den Presse, sag ich mal, zu lesen, an Thema Umwelt. Und wir haben uns einfach mal Taxen in New York angeschaut. Und zwar Taxen aus New York aus folgendem Grund, weil man da relativ einfach an Daten rankommt und im Idealfall sich diese Daten auch bewegen werden, was wir uns jetzt gleich anschauen. In unserem jetzigen Beispiel betrachten wir den John F. Kennedy Airport in New York und dort ziemlich genau, welche Leute mit dem Taxi zum Flughafen fahren und welche, die Taxifahrt am Flughafen direkt beginnen. Das haben wir ganz auf zwei Karten dargestellt. Die Ankünfte sind links dargestellt. Dort erscheinen blaue Marker mit einem blauen Flugzeug für Leute, die quasi ins Flugzeug steigen werden. Und die grünen Sterne, das sind überall Punkte, wo Leute gerade ins Taxi einsteigen. Man sieht sofort, dass letztendlich mehr Leute mit dem Taxi vom Flughafen wegfahren, als Leute, die kommen. Man sieht aber auch relativ gut, wo letztendlich die Ein- und Ausgänge des Flughafens sind. Und das Ganze deckt sich natürlich auch mit den Straßennamen an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe Terminal Arrivals, das ist natürlich da, wo die Leute ankommen mit dem Flieger und dort steigen sie auch direkt ins Taxi und fahren dann weiter in die Stadt. So, das ist unser erstes Beispiel für Geodaten, die sich bewegen und auch von zwei verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten, die wir letztendlich haben. Man kann Marker geben und man kann die Daten in der Zeitreihe letztendlich darstellen und visualisieren. In unserem nächsten Beispiel bleiben wir bei Taxen und auch in New York und Taxen liefern auch noch eine ganze Menge mehr Metriken, die man irgendwie darstellen kann und wir gucken uns mal speziell auf der Karte auch Manhattan an, weil dort relativ viele Taxibewegungen stattfinden und man dort gewisse Muster auch teilweise ableiten kann. Was wir uns an Metriken anschauen wollen, haben wir uns überlegt gehabt, uns interessiert der Fahrpreis, das ist vielleicht auch interessant für alle, die ein Taxiunternehmen haben oder Leute, die gerne eins mal irgendwann mal gründen möchten. Interessant haben wir uns gedacht, gab es zum Zeitpunkt der Abfrage könnte sein der maximal gezahlte Fahrpreis, der durchschnittliche Fahrpreis und die Summe aller Fahrpreise jetzt und halt eben auch auf einer zeitlichen Achse, um die Entwicklungen zu sehen, wann besonders viel gezahlt wurde. Wir haben jetzt hier in dem Beispiel einen relativ kurzen Zeitraum, man könnte auch einen größeren Zeitraum über einen Tag wählen und dann könnte man eben auch sehen, ob eher nachts oder eher tagsüber die teuren Fahrten stattfinden. So, wir wollten jetzt ja die Metriken auch vor allem mit Karten in Verbindung bringen und das haben wir jetzt anhand dieser Kennzahlen einfach mal gemacht und wir haben gesagt gehabt, wir nehmen einfach den aktuell gezahlten Fahrpreis und den möchten wir auf einer Karte darstellen mit einem Marker. Und je kleiner der Fahrpreis ist, desto kleiner ist der Marker, je höher der Fahrpreis, desto größer der Marker. Das Ganze haben wir auf einer OpenStreetMap-Karte rechts im Bild dargestellt. Man sieht jetzt schon relativ gut, wo besonders viele Fahrten enden. Und man kann jetzt auch schon zum Teil erkennen, wo auch besonders viele teure Fahrten geendet sind. Besser kann man das natürlich auf einer Heatmap betrachten. Das ist unser zweites Kartenbeispiel, wie man jetzt diese Daten visuell darstellen kann
Und das ist unsere Mittelkarte mit der Heatmap. Und hier sehen wir jetzt auch relativ gut, wo jetzt gewisse Cluster sind, wo besonders viele teure Fahrten geendet sind. Und das Ganze deckt sich eigentlich auch dann mit der Markerkarte überein. Nur man sieht halt eben diese Clusterbildung deutlich besser. So, und ich denke, damit konnten wir zeigen, dass man die Metriken aus der Geo-Umwelt um sich herum auf Karten darstellen kann und trotzdem auch als Zeitreihendiagramm mit konkreten Werten. Man kann Sachen überwachen. Das ist vor allem jetzt, sage ich mal, mit Umweltdaten interessant. Denkbar wäre zum Beispiel bei Temperaturen, dass man sagt, man warnt davor, dass Bodenfrost ist und man die Pflanzen reinstellt. So, und da kommen wir auch schon zum Ausblick. Und wir mussten halt feststellen, dass die letzten Jahre Dashboards doch relativ beliebt geworden sind, auch mit Geobezug. Wir hatten schon vor Corona auf einem Foskes Hacking Event hatten wir auch erwähnt gehabt, an einem Grafana Dashboard gebastelt, was Klimadaten darstellen konnte. Wir hatten auch mal Überlegungen gehabt, ein kleines Klimadatennetz aufzubauen. Problem ist nur, man braucht halt mehrere Leute und man muss auch diese Geräte irgendwo hinstellen und auch haben. Und mit einer Station macht es halt wenig Sinn, sowas auf einer Karte darzustellen. So, aber die Beliebtheit haben wir, denke ich, alle gesehen. Wir haben teilweise täglich auf solche Dashboards geguckt. Interessant wäre es natürlich in Verbindung mit Grafana, die Weiterentwicklung des Geomap-Panels, das wir benutzt haben, womit wir die Karten dargestellt haben. Es hat sich da schon relativ viel getan, auch vielleicht durch Corona, aber es kann deutlich mehr, dieses Geomap-Panel, als wir uns mit den Klimadaten damals auseinandergesetzt hatten. Und was natürlich auch denkbar wäre natürlich, dass man aus der Geo-Welt heraus ein eigenes Plugin für Grafana entwickelt, was dann wirklich als Beitrag zur Geo-Welt für dieses wunderbare Tool Grafana, wie ich es finde, bereitstellt. Und vielleicht entdeckt man ja Mitinteressenten, die dort auch gerne mitentwickeln. So, zum Schluss noch unsere Kontaktdaten. Falls jemand Fragen hat, kann er uns gerne anschreiben unter info@jagerjs.org. Man kann auch das Ganze, was wir jetzt hier dargestellt haben, an Dashboards auf Grafana, unter anderem auch diesem Vortrag, so auch auf GitHub einsehen. Und dann hat man schon mal eine Demo, wie man sich in einem Docker-Container relativ schnell Grafana hochziehen kann mit Datenbanken und Beispieldaten und sich Dashboards bauen kann. Ja, ich bedanke mich für Ihr reges Interesse und wie gewohnt bei jeder Foskes-Konferenz stehen wir Ihnen jetzt natürlich noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Arne, für euren Vortrag. Ich finde es super interessant, was ihr gezeigt habt. Mich würde so ein bisschen interessieren vom Gefühl her, wie würdet ihr das einschätzen? Was muss man irgendwie an Einarbeitungszeit dort investieren, wenn man mit dem Grafana was machen möchte? Hier wäre sicherlich interessant, so ein bisschen zu unterscheiden. Jemand, der vielleicht über eine gewisse Erfahrung in dem Bereich verfügt und vielleicht jemand, der Grundkenntnisse in dem Einrichten von irgendwelchen Tools hat. Ja, also ich denke, da sind mehrere Komponenten, die da eine Rolle spielen quasi. Grafana ist ja eine, dann haben wir noch Prometheus oder in dem Fall noch die Timescale-DB. Also ich glaube, so für jedes der einzelnen Sachen würde ich schon, wenn man viel schon mit Cloud-Umgebungen und so weiter zu tun hat, vielleicht so einen Tag, sonst vielleicht so grob vielleicht eine Woche. Die Integration war, fand ich jetzt vor allen Dingen von Timescale.db erstmal ein bisschen schwierig, aber im Endeffekt haben wir ja jetzt auch alles in unserem Repository Open Source gestellt, dass man zumindest eine lauffähige Version recht schnell eigentlich mit ein paar Befehlen zustande bekommt. Und ich glaube, da hat man dann auch schon direkt was, wo man praktisch arbeiten kann und dadurch läuft natürlich auch die Lernkurve ein bisschen steiler. Ja, und wenn es einmal eingerichtet ist, ist es natürlich auch relativ einfach und schnell, eben mal schnell ein paar Dashboards zu machen. Also das ist dann eine Sache von wenigen Minuten. Also die Kunst ist, sage ich mal, das einmal einzurichten und wenn das einmal da ist alles, dann diese Dashboards selber zu machen, das ist wirklich kein großer Akt. Das ist auch sehr intuitiv, fast selbsterklärend und da findet sich eigentlich jeder ganz schnell rein. Und je mehr man, sage ich mal, vielleicht etwas so ja mit Datenbanken sich auskennt, desto schneller geht es dann hinterher auch, was die Abfragen angeht. Aber auch selbst da, es wird einem eigentlich alles angeboten, was man braucht. Und man kann sich einfach auch so als Laie schon recht gut durchklicken, wenn es einmal eingerichtet ist.
Ich fand da vielleicht sonst auch noch dazu, ist sehr intuitiv, wie man mit Prometheus halt eben Abfragen machen kann. Für SQL fand ich das zunächst erstmal nicht ganz so intuitiv, aber wenn man dann einmal so das System verstanden hat, wie es funktioniert, oder es mal richtig gesehen hatte, am besten halt eben wie jetzt hier an einem Praxisbeispiel, ich finde auch dann kommt man da, denke ich mal, recht schnell weiter mit klar. Ja, also man hat auch eine grafische Oberfläche, wo man, sage ich mal, direkt die Abfragen mitmachen kann. Man muss jetzt quasi kein SQL direkt können, kann man natürlich auch quasi als Code schreiben, aber man hat quasi schon in der grafischen Oberfläche die Möglichkeit, sich da schon so zusammenzubasteln, dass man innerhalb von wenigen Minuten ein gescheites Dashboard, sage ich mal, präsentieren kann. Jetzt ist doch noch eine Frage in den Tab reingeploppt, habe ich gesehen, kann man auch Polygone darstellen, zum Beispiel Ansteckungen pro Kreis etc.? Es gibt ein Geo-JSON Background-Card-Möglichkeit. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie hieß. Das war ein Base-Layer, glaube ich, hieß es da auch einfach. Da ist es aber ein bisschen tricky, weil genau in die Richtung hatten wir halt eben auch mal geguckt, weil man kann dann einfach nur Polygone zum Beispiel einfach darstellen und müsste dann über sogenannte Ausnahmeregelungen das darstellen. Das hat aber dann nichts mehr direkt aktuell zumindest mit den Daten, die aus der Time Series quasi rauskommen, zu tun. Aber dennoch könnte man sich zum Beispiel sowas überlegen wie, man hat irgendwo einen Endpunkt, wo man alle Landkreise oder sowas einfach als GeoJSON ausgibt und in den Properties dann zum Beispiel ja Inzidenzstufen oder ähnliches hat und dann in diesen Ausnahmeregelungen in Grafana selber angeben kann, wie das Color Mapping quasi ist. Also dass man irgendwie sagt, Inzidenzstufe 1 ist grün und Inzidenzstufe 10 wäre rot. Das wäre möglich, ja. Man muss dazu sagen, das Plugin hat sich die letzten Jahre relativ viel getan. Am Anfang konnte es relativ wenig, es konnte jetzt am Ende relativ viel sogar schon. Aber es ist natürlich eine Sache, die muss natürlich irgendwo auch weiterentwickelt werden. Ich meine, das Ganze läuft auch auf Basis von Open Layers, meine ich, ne? Ja. Und da ist natürlich die Frage, ob man jetzt dieses Geo-Panel-Plugin weiterentwickeln möchte. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, was wir im Vortrag auch gemeint hatten, dass man vielleicht was Eigenes programmiert, sage ich mal, dann wirklich das, was wir in der Geo-Welt so benutzen, dort auch wirklich vollumfänglich nutzen zu können. Also momentan geht das, aber ist jetzt noch nicht ganz so schön, vor allem was die Nutzeroberfläche angeht, dass das, sage ich mal, für jeden intuitiv, der das zum ersten Mal macht, direkt erstellbar wäre. Geht so ein bisschen in die Richtung, was ich als letzte Frage euch auch gerne gestellt hätte. Oder wollte oder jetzt machen werde. Ihr habt jetzt verschiedene Sachen ausprobiert. Wenn ich euch frage, was waren etwas, was wo ihr sagen würdet, Mensch, das wäre total toll, wenn das gehen würde und es ging aber nicht? Also das Einfachste, glaube ich, ist einfach, aktuell kann man halt eben quasi Punktdaten abfragen und die wandelt er dann in Marker um und da fände ich es eigentlich praktisch, wenn man auch einfach Polygone zurückgeben könnte und er auch zusätzlich quasi die Polygone zeitgesteuert ganz einfach quasi darstellt. Aber das wäre vielleicht auch ein Feature, was man mal Open Source mäßig zurückcontributen könnte an Grafana. Aber das gibt's noch nicht, aber ich hoffe bald. Ja, und eine andere Sache ist natürlich, dass man wirklich dann nur die Geodaten am besten auf die Karte reingeladen bekommt, die auch gerade dargestellt werden. Weil momentan ist es so, dass die ganze Welt quasi alles, was an Geodaten auf der ganzen Welt wäre, wird er quasi jetzt da in das Geomap-Plugin quasi reinladen. Und das ist natürlich suboptimal. Also vor allem, wenn jetzt die Datensätze größer werden, dann wird das natürlich extrem langsam. Das ist besser, als wenn man zum Beispiel New York, wäre es dann schon gut, wenn man sich ja nur die Taxifahrten in New York anguckt und nicht die in Los Angeles, Berlin und Tokio alle zusammen. Also das wäre, sage ich mal, auf jeden Fall eine Sache, das würde der Performance ganz gut tun, wenn man das auch noch umsetzen würde, irgendwann mal. Vielen Dank nochmal an euch beide. Vielen Dank an die Zuhörer. Um 17 Uhr geht es hier weiter. Bis gleich.